Und weiter geht's mit Tomb Raider. Hier wieder zurück in der Rolle von Lara. Oh Mann. Was war das in der letzten Episode? Aber schnell weiter. Wir müssen Sam finden. Wo ist sie? Wo könnte sie nur sein? Außenrum geht nicht. Ich muss rüber. Bergabhang. Unsere aktuelle Position. Oh, Backe. Die Flut, nein. Schnell, ich schaff's schon. Komm schon. Nein. Nein. Nicht das schon wieder. Konzentration jetzt. Oh Gott. Das war knapp. Shit. Das war überhaupt nicht knapp. Okay, jetzt nochmal ein bisschen mehr Konzentration. Vielleicht schaffe ich's dann. Oh oh. Diesmal rechts lang am besten. Ach du Scheiße. Fuck. Nein, 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 nein. Offene Wunden. Suchen Sie nach Erster Hilfe. Ja, so wie wir verletzt sind, kann ich mir das auch gut vorstellen. Man weiß nie, was hier passieren kann. Alles ist hier übertrieben, schrecklich und kacke. Barackenstadt. Die aktuelle Position, in der wir uns gerade befinden. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen bedauere, denn jede Stadt hier auf dieser Insel, Yamatai, ist überhaupt nicht lustig. Oh Mann. Ich glaube, wir müssen rüber, oder? Nein, nicht schon wieder. Boah. Da geht, glaube ich, nichts mehr. Vielleicht sind Vorräte an Bord. Offene Wunden. Durchsuchen Sie den Rettungshubschrauber. Ein Gefangener hat sich in der Werkstatt versteckt. Der Somalier kommt gerade vor. Was ist mit dem anderen? Bislang nichts. Wir müssen weitersuchen. Okay, sehen wir uns den Chopper an. Kann ich nicht da hoch? Das tut weh. Nein, geht nicht. Das ist so ein Mist und ich dachte, ich könnte hoch. Zu schmerzhaft.
Alter, Lara krepiert mir gleich, ernsthaft jetzt. Also bei den ganzen Knochenbrüchen, was sie da erlitten hat. Aber natürlich schauen wir uns erstmal noch hier um, bevor wir hier irgendwie irgendwo weitergehen. Ich habe echt das Gefühl, wir müssen oben lang. Aber das sieht nicht auch irgendwie so danach aus. Ich weiß es nicht. Vielleicht hier? Nein, schade. Irgendwas muss es hier geben. Da liegt noch was. Schrotflinte, 1 von 3 Teilen gefunden. Na, das kann mir jetzt gar nicht helfen. Ich muss ja sagen, so viele Stunts, kann man schon sagen. Und dann so schwer verletzt nur. Wir wären schon längst tot. Oh, der Gestank. Das ist wohl fäkalienhaltiges Wasser. Giftig. Zumindest hier ist es giftig. Wo ist der alte Mann? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Bitte. Nix. Ich weiß, du bist mit ihm getürmt. Bitte. Ich weiß. Vielleicht. Ich muss mich von mir lösen. Kack, kleine Feuer. Ach du Scheiße. Diese Stimmen. Ach du Fuck. Der Typ, der gerade ermordet wurde, liegt jetzt, glaube ich, vor uns. Gott. Heiliger Strohsack. Die Insel ist verflucht und der Mann, glaube ich, ebenso, der hier gerade liegt. Ich sehe die Schoen vorbei. Zurück auf eure Posten. Was zum Teufel ist da drin los? Der Somalier, der ist total durchgedreht. Schon wieder? Irgendwas von dem alten Mann? Nein, er ist ein harter Hund, aber er kommt nicht rein. Was ist mit den anderen? Wir haben sie in die Höhlen gesperrt. Ich verstehe es nicht. Warum lässt Vater Matthias sie am Leben? Wegen des Mädchens. Sie wollten sie retten. Matthias will sie vielleicht als Druckmittel einsetzen. Verdammt. Ich hoffe, sie ist die eine. Wir haben so lange gewartet. Bald wissen wir es. Die Zeremonie ist bei Sonnenuntergang. Oh, Backe. Und ich werde wohl den da oben als erstes ausschalten, wenn es geht. Wir sehen hier sonst keine mehr, oder? Und ich will die Sache ehrlich gesagt ein bisschen sneaky angehen. Vielleicht treffen wir ihn ja oben. Ich muss genau die passende Möglichkeit finden, ihn zu treffen. Vielleicht jetzt. Komm schon. Und? Jawohl. Wie viele Feinde waren da noch? 2, glaube ich, oder? Wie laut eigentlich Lara atmet. Habt ihr das mal gemerkt oder darauf mal geachtet? Da sind sie hinten. Okay. Das war Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. Der müsste das normalerweise gehört haben. Er tut nichts, oder? Shit, daneben. Okay, gut getroffen. Das ging noch. Ich glaube, die Luft ist rein. Ich bin aber trotzdem nochmal übervorsichtig. Mann, die ganzen Leichen, die hier überall auf dem Boden liegen. Das ist wie Dawn of the Dead. Kennt ihr den Film? Erinnert mich ein bisschen daran. Oder Resident Evil? Oh oh. Okay, hier sieht oder ist keiner. Erstmal alles hier transferieren, selbstverständlich. Bergungsgut. Können wir immer gut gebrauchen. Eben schnell das typisch obligatorische. Jetzt geht's weiter. Lara. Früher immer locker, gechillt.
Jetzt ernst und tapfer, gebildet. Jetzt braucht er ein Medipack. Oder Arznei eben. Irgendetwas. Wie krank das hier einfach nur aussieht, oder? Klettern können wir ja nicht mehr. Ich hoffe, wir kommen heil rüber. Komm, einmal hier rüber springen. Und... Shit! Nein! Das kann doch nicht sein. Sind wir da ernsthaft jetzt runtergefallen? Wenn man vom Teufel spricht. Verdammte Axt. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. So, diesmal nochmal. Aber ich glaube, ich werde dieses Mal von rechts springen. Komm schon. Jetzt aber. Wir kriegen Besuch. In die Kehle. Stier. Dankeschön. Hat's geschmeckt? Ist ein Pfeil mit Ketchup. Und wisst ihr, was mir hier ein bisschen fehlt? So Brandpfeile haben wir ja gar nicht bekommen, oder? So Feuerpfeile oder so. Wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. In diesem Spiel. Das wäre ultra krass, wenn man die noch bekommt. Oh, da hinten. Er liegt auf dem Boden. Du hast nichts mehr zu sagen, mein Freund. Mein Freund, mein Feind. Das war's. Was haben die hier überhaupt noch bewacht, dass die hier so stehen? Wundert mich. Heftiger Mist hier. Okay, das einmal öffnen. Zack. Vielleicht finden wir noch was. Scheiße. Kein Morphium, oder? Feuerzeug, neue Ausrüstung. Vielen Dank. Feuerpfeile. Wie geil ist das denn, wenn man vom Teufel spricht? Roth, hörst du mich? Roth? Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße! Shit! Drachen sind alarmiert.
Oh oh. Wir kriegen Besuch. Und jetzt wird aufgeräumt mit Feuerpfeilen. Viele Schüsse, aber ihr hält mich nicht auf, das sag ich euch. Mann, 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 die Feuerpfeile sind ja richtig geil. War's das? Nee, da kommen mehr. Wir kriegen ein bisschen Gesellschaft hier. Okay, ich muss mich konzentrieren. Die Russen sind zurück, doch ohne Wodka. Ich hoffe ja wohl, das waren Russen, oder? Shit! Oh Mann, Silvester bei Tomb Raider. Alles fliegt in die Luft und es brennt. Boah, wie realistisch das eigentlich aussieht, oder? Wenn die mal so runterfallen. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Er kommt hoch und er will es wirklich spüren. Mit der Shotgun. Komm her! Fuck, ich glaube, mit der Shotgun treffe ich auch so oder so nicht im Fernkampf ein bisschen. Die ist einfach viel zu unpräzise und gar nicht so vonnöten. Da gefällt mir der Bogen mehr. Schlaraffenland. Immer mehr Affen kommen, um zu sterben. Okay, da unten noch einer. Shit. Hey, warum ist er nicht gestorben? Jetzt aber, komm schon. Jetzt. Mega realistisch, richtig gut, dass ich meine Pfeiltypen und so hier wechseln kann. Einfach nur wunderschön gemacht. Erstmal natürlich hier alles transferieren, was ich alles noch hier so finden kann. Und wir sehen uns bei einer nächsten Episode von Let's Play Tomb Raider, wenn wir hier Sam weiter irgendwie suchen und uns vielleicht sogar mit Ross treffen. Unser 52-jähriger Freund, Archäologe, der auch eigentlich eine gute Beziehung mit Lara führt. Der sehr fürsorglich ist. Das gute Vorbild. Bis nächstes Mal. Ich bin gespannt, wie es nächstes Mal weitergehen wird. Das Game ist so geil. Motiviert einfach nur unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie viel ich schon durchgehend hier aufgenommen habe. Naja, das dazu. Ich hoffe, es gefällt euch. Könnt ja mal gerne eure Kommentare schreiben. Und mich würde einfach mal eure Meinung dazu wissen. Wie ihr das Spiel an sich so findet. Findet ihr das wirklich so Survival? Oder ist euch da Far Cry mehr Survival? Rein aus Neugier.